Besseres als freiwillig. Die Band an sich ist einfach sehr menschlich. Sie sind am Boden geblieben und das taugt mir. Eure Lügen, euer Hassel sind der Antrieb, weiter zu machen. Die Beschüsse muss das sein. Schlagzeile groß, Hirn zu klein. Immer diese Momente vor der Tour, wo das Schiff ein bisschen zu wanken beginnt. Aber wir haben Gott sei Dank gute Matrosen, wir sind gute Kapitäne und Steuerleute. Und ich kann sagen, dass ich wirklich froh bin, dass es mal losgegangen ist, dass wir starten konnten, dass wir starten durften und vor allen Dingen darüber, dass es über jeder Erwartungshaltung von uns abläuft alles. Und das ist sehr erleichternd und sehr beflügelnd auch. Ich nur, ich alleine, bestimme, was in mir passiert. Ich nur, ich alleine, weiß, was mich in Eilig berührt. Ich nur, ich alleine, das Gefühl in meinem Herz. Ich alleine kenne mein Gefühl zwischen Trauer, Liebe und Schmerz. Ja, ja, da schon. Wo hast du das Solo am Anfang? Ah, bei Feinde, deiner Feinde. Nein, das ist, wir reiten. Wer nichts weiß, ist okay. Gut, okay. Alles klar, vielen Dank. Man bedankt sich recht freundlich. Der Herr. Heiligsblechschwert. Heiligsblechschwert. Jetzt müssen wir meine Ohren putzen gehen. Föhrisch spielt später ein Schlagzeugsolo auf dem Ding, habe ich gerade gelernt. Was ist das? Zwischen den Songs. Schauen, was es macht. Wenn das Zufall nimmt es Plan, dass wir die Schuld gebachtet haben, aus uns ist doch noch was geworden. Wir leben noch, und das besser als ihr. Lügenpresse auf die Fresse! Lügenpresse auf die Fresse! Du kannst ja jemand, wenn du jemanden auf eine, in einem Beitrag im selben Atemzug mit Nazis nennst und die gleichzeitig. Nein, und gleichzeitig die Mörder sind. Also ich weiß nicht, was du Leuten mehr sagen, das wäre das Einzige, ja, du bist auch einer. Mehr geht ja nicht. Hat mich natürlich auch schon wieder geschockt, dass es jetzt wieder so aufkam mit dieser Jauch-Sendung und so weiter. Dass es nicht aufhört, dass die Band sagen kann, was sie will und es hört ihr keiner zu. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Ja. Also ich glaube, kein anderes Thema in Deutschland wird so behandelt wie die, also wie das Thema Rechtsradikalismus. Dass man einmal irgendwie einen falschen Satz gesagt und man ist fürs Leben irgendwie gepeinigt. Das darf nicht wahr sein eigentlich. Also ich habe nie irgendwas Schlechtes mitbekommen. Wenn irgendwas in der Richtung vorfallen würde, würde ich sofort abbauen und nach Hause fahren. Ich habe jetzt neulich bei Obi einen richtig coolen Besen gesehen. Kostet 4,90 Euro, ist geeignet für die eigene Haustür. Vielleicht mal kaufen und mal auf der eigenen Homepage ein bisschen clean machen und vor der eigenen Tür ein bisschen fegen und andere Leute mal Leute sein lassen. Und nicht immer aufgrund irgendwelcher an den Haaren herbeigezogenen Möchtegern-Argumente irgendjemand in den Dreck ziehen, nur weil man denen nicht den Erfolg gönnt. Ja, im Endeffekt geht es einem nur auf den Sack und man ist
ist irgendwann leid, sich immer rechtfertigen zu müssen. Und im Endeffekt, die Scheiße auf Nazis, bleibt zu Hause und sucht euch was anderes. Wir sind die Falschen. Das macht euch Mörder da, dieses Bild. Seid ihr soweit? Noch nicht wirklich. Seid ihr soweit? Seid ihr soweit? Seid ihr soweit? Seid ihr soweit? Das seid uns das von uns! Verschiedene Desserts, gibt so Schokodesserts, schon leicht weihnachtliche Tiramisu mit Spekulatius und mit Leberwurst. Alles. Das ist ja sicher zu heiß, ist im Tempo geht das nicht. Das kann doch nicht unter Wasser sein. Nein, gibt's nicht. Und bei eure stummen Freunde fallen Bomben auf euch nieder. Wie heißt die eigentlich? Eure stummen Bomben. Eure verschrumpelten Freunde. Eure stummen Freunde.